Lampukistan Gaming ist hier, neue Folge Anno 1800, die PlayStation 5 Version wird heute weitergespielt. Wir haben die Produktionskette hier in Betrieb genommen. Wir haben Paprika, gutes Schweine, Rindfleisch haben wir hier gestartet. Und wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht für Dosenfutter. Rind, Paprika, genau, dann brauchen wir die Konserven. Für die Konserven brauchen wir unter anderem die Fenster. Alright, wir müssten eigentlich in der letzten Folge bereits eine eine Route erstellt haben mit einem Schiff, wenn ich das richtig noch Inselanteil. Wo sind meine Wie kann man doch mal die Schiffe? Schiffmenü, genau. Auf Handelsroute. Da müssen wir jetzt hier weiterklicken. So, zwei Stück. Ne, haben wir noch nicht. Alrighto, dann wird es Zeit. Wir brauchen. Was ist das? Ölquelle. Gut, gehört aber nicht uns. Die sind offensichtlich schon weiter. Wir müssen auch noch unser Schiff beobachten, das wir in die weite Welt hinaus geschickt haben. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. So, was haben wir denn jetzt hier? Bretter, Arbeitskleidung, ist klar. Ei. Ei. Seife, Hopfen. Ihr gehört nicht uns. Gut, brauchen wir ein Schiff. Speed 20, ne? Am besten schnelles. Eine krasse Fregatte einfach, ne? Da können auch Kanonen rein. Komm, Abfahrt. Das Ding bauen wir. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. So, uns fehlen ein bisschen Leute. So, machen wir doch mal unsere Siedlung ein bisschen größer. Nochmal so zwei Sechserfelder hier dazu packen. Jo, die Kirche ist ganz schön laut. Okay, ein paar müssten wir aufwerten, theoretisch noch, ne? Können wir ja hier manuell. Wir brauchen ein paar mehr Arbeiter. Wir sagen, es Arbeiter bereit. Oh, irgendwas gibt es auf einer Expedition wieder? Irgendwas Wichtiges? Die Suche nach Sarmento. Ich zeichne sie mit einem S auf der Karte ein, sagt Ramon, ein Einheimischer, den ihnen Sir Archibald mitgegeben hat. Warum nicht mit einem X? Will der Kapitän seinen einen Anflug von Enttäuschung wissen? Okay, Sarmento, Ramon. Ist es jetzt an der Zeit zu entscheiden, wie es hier weitergehen soll? Flussaufwärts oder den Dschungel? Voraus eine breite, braune Mündung eines Flusses zur Fahrt ins Landesinnere ein, dessen Gefahren unsichtbar hinter der nächsten Biegung lauern. Vielleicht wäre der Weg über Land leichter, wirft der Navigator hoffnungsvoll ein. Ein Blick auf den finsteren, unheilschwangeren Urwald lässt vermuten, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Doch welches ist das geringere Übel? Es ändert gar nichts, ne? Nee, wir fahren mit dem Schiff, ne? Seien Sie unser Anker. Die pyrophorische Drache ist Ihnen wieder auf den Fersen. Zunächst wollen Sie es nicht wahrhaben, das entfernte Stampfen einer Dampfmaschine und die schwarze Rauchwolke über der unregelmäßigen Wipfellinie der Mangroven. Was ist hier so? Okay, wir lesen uns mal hier das Zeug durch, was wir kriegen. Zusätzliche Erfolgschance 20%.
6% nur. Ja, wir machen den Schwung der Stromschnellen. Okay, Navigator nimmt reichlich Tempo auf, was bemerkenswert ist, weil heute kaum Wind über den Fluss weht. Der Fluss hat sie so weit wie möglich gebracht und nun müssen sie entscheiden, ob sie den Weg durch den durch die Sümpfe unbekannter Tiefe fortsetzen. Okay, hier hätten wir mehr Erfolgschance. Wir nehmen aber das mit der Erfolgschance, ne? Ramon entschuldigt sich, doch es ist nicht seine Schuld. Wir sind im Namen Ihrer Majestät der Königin hier. Ich bin Kind von Samuel Good. Es hat alles... Komm, wir machen das hier mal. Oh, Isabels Augen blitzen vor Wut. Ach so, Sie haben Ihren Vater einen Verräter genannt, weil er Sie uns verkauft hat. Den lästigen Rebellen. Und jetzt kommen Sie her, um das Richtige zu tun und sich die Insel zurückzuholen. Ja, natürlich. Auch wenn das mein Vater war, die Pyro... Ah, das ist ein Zungenbrecher. Ey. Pyrophorier müssen ihn zum Verkauf gezwungen haben, ihn. Geben Sie zu, Sie haben sich mit den Pyrophoriern verschworen, um sie zu kaufen. Gezwungen. Okay, wir haben sie gefunden. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen Ihrer Majestät noch antun, das die Pyrphorier nicht längst getan haben? Isabel Sarmento. Wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel Ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um Sie steht. Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphorier ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyrphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst, denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von Ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? Neue Trophäe, Isabel gefunden. Okay, jetzt pass mal auf. Das ist unser Schiff? Nee. Wir sind jetzt offensichtlich in der nächsten... Kapitel 3. Hemisphäre, Prosperity. Wir sind in der nächsten, im nächsten Kapitel, nächste Hemisphäre. Wir können, wenn wir jetzt hier raus... Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Die okay. Pyrphorier würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge? Wir werden dir helfen, aber erst musst du uns helfen. Gewähren Sie Schutz für Jornaleros. 50 Stück müssen wir auf La Isla. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyrphoriern. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel.
Das sind die wohl, oder? Ne, Mulbane Barrel. Das ist schon eine. Sprung in die neue Welt. Jetzt wird es schwierig. Bestätigen. Ne, erstmal müssen wir das wegmachen hier. Extrablatt. Die Gutgeschwister wagen sich in unbekanntes Terrain vor und machen Isabel Sarmento ausfindig. Wird diese anti-imperiale Rebellenführerin kooperieren? Ist sie der Schlüssel zur Wahrheit über Samuel und den Verkauf der Insel Prosperity? Das werden wir herausfinden. Gut, wir können jetzt hier den rechten Stick lang gedrückt halten, dann kommen wir hier raus in diese Übersicht offensichtlich, ja. Das ist die neue Welt. Okay, was geht hier noch ab? Können wir später eigentlich hier, Frage an die Pros mal wieder, können wir hier hoch noch? Können wir diese ganzen Inseln, oder ist das jetzt nur alte Welt, neue Welt, ne? Ganz kurz müssen wir hier noch, was ist Verwaltung? Okay, das ist nur die Übersicht. Hier rein noch mal kurz in die alte Welt. Hier ist alles good to go, I guess. Das heißt, können wir eigentlich schnell zwischen diesen... zwischen alter Welt und neuer Welt? Habe ich noch nicht so rausgefunden, ne? Er nimmt wohl immer die kleine Ladezeit. Gut, dann kümmern wir uns doch mal... um die neue Welt, was hier abgeht. Was haben wir? 40 Bretter. So, als erstes machen wir hier, brauchen wir mal eine Straße. Feldweg, ran an das Ding hier. So, hier geht es erstmal ein Stück weiter. Jetzt gucken wir erstmal, was wir brauchen. Jornalero-Haus. Ihre Einwohner leben hier, Einwohner sorgen für ein... Okay. Das sind quasi hier die... Ja, hier an die Seite, ne? Machen wir wahrscheinlich... diese Geschichte. Ja. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten... Hier ist die Grenze, ne? Ne, hier oben, okay. Gut. So würde ich sagen. Okay, für Holz müssen wir wahrscheinlich auch wieder sorgen. Wir müssen für alles sorgen. Wir machen hier wieder schöne Sechser-Blocks. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Tradition. Na, guck mal einer an. So, auf die Seite hier irgendwo kommt der Holz... der Holzheini hin. Bretter. Das ist ja der gleiche theoretisch, ne? Guck mal hier mitten rein, schön in den Dschungel. Da. Straße. Alright, Straße ist... Straße ist jetzt verbunden. Okay, wir haben 4. Was ist das da oben? Das sind unsere Einwohner offensichtlich. 4 minus 4. Achso, ja, die haben ja keine... Ja. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Schiff nochmal in der alten Welt gebaut. Da müssen wir jetzt... Das ist jetzt... Das wird jetzt ein bisschen critical hier. Brauchen die irgendwie sowas wie ein... Verletzungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Sowas wie ein Marktplatz brauchen die Kollegen hier auch natürlich. Mit... Viereck drehen wir, genau. Machen wir erstmal hier hin. Können wir eine neue Expedition starten, oder was? Oha! Zoologische Expedition. Okay, ja, nee, komm, das ist ja gerade... Jetzt kümmern wir uns hier erstmal um das Zeug, was wir hier machen müssen. 50 Leute müssen wir hier ansiedeln. Gebackene Bananen brauchen die. Also wir haben jetzt erstmal hier diese Häuser gebaut. Wir haben den Leuten jetzt mal einen Marktplatz geschenkt. So, jetzt brauchen wir aber hier nochmal... nochmal so einen Block...
So. Das sollte theoretisch reichen, ne? Für 50 Leute. Wie viele wohnen hier in den Dingern? 3. Oh. Okay, ne, bis plus 5 kriegen wir das hier hoch. Hier geht's doch mal mit 3 und hier 2 dann. Wahrscheinlich. Die Pyrphoria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Eine Gruppe von Flüchtlingen. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Wo ist unser Schiff eigentlich, das wir hier... Also, ist es das hier rechts unten? Neue Befehle? Ja, geil, okay, krass. Okay, dann können wir die Leute versuchen abzuholen. Ja? Koordinaten gesetzt. Okay, lass mal Vollgas fahren. Hier, 80 Leute haben wir. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt doch... Sokoros wurde erobert. Wir haben doch jetzt diese Quest hier erfüllt, oder? Springen? Jo, jetzt müssen wir hier mal kurz neue Gebäude freigeschalten. Wir speeden mal ab, dass unser Schiff da mal rankommt. Oha! Okay, was wollen die Jungs essen? Diese Bananen. Das ist ein Grundbedürfnis, okay. Und sie wollen Rum. Jo, die sind gleich mal richtig. Geht's da mal richtig ab. Gebackene Bananen, was brauchen wir dafür? Fischöl. Okay, das holen wir aus dem Meer raus. Und Bananen. Bananen wachsen hier. Sehr winzige Plantage. Jetzt bauen wir erstmal das Fischding. Wo kann ich das? Ach, ich habe keine Bretter. Habe ich wieder mal das Sägewerk vergessen? Klassiker, ne? Okay. Ei. Da ist unser Schiff. Wohl, fantastisch. Erstmal langsam mal wieder laufen lassen. Hier waren Transfer. So, wir geben den Rum mal raus. Und die Kanonen. Schoner steht bereit. Und dann... Steuermann. Okay, jetzt schicken wir sie einfach mal hier blind links rein in das Dunkle. Beziehungsweise in den sogenannten Nebel des Krieges. So, warum es hast du hier so... Es gibt eine Zeit zu warten. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Okay, was ist denn diese Pfeile hier? Was ist hier los? So, wir müssen den Leuten dringendst Bananen... Ja. Das geht von Hand wesentlich besser. So. Alrighty. Ja, nicht der kürzeste Weg, aber sollte eigentlich erstmal reichen, um hier. Obwohl, ja, wir hätten. Müssten wir die. Unser wichtigstes Utensil benutzen. Das hier. Viel zu viel. Ja. Wir brauchen aktuell 4 Tonnen die Minute. 8 machen wir. Na gut, es macht nichts. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Schiff. Da haben wir, das ist doch schon ein dicker, fetter Stern, der uns sagt, dass wir hier hin müssen. Neue Befehle? Jo, lass mal die Gruppe von Flüchtlingen. Dann gehen wir mal hier hin. Gucken, was passiert. Ah, da stehen die doch schon an Land. Wir machen mal langsamer. Guck mal, das sind die doch hier, die Koordinaten Jungs. Koordinaten gesetzt. Die Bewegung braucht neue Helden. Wie kann ich die Leute abholen hier? Wie geht das?
Ja. Vor diesem Geschenk Schona des steht bereit. War ich sehr krank. Okay, gut. Okay, wir haben sie geholt. Jetzt bringen wir sie zurück. T-Lord. Dahin. Vollgas. Und los geht's. Ja, schöne, seichte Musik hier, ne? Ist in Südländisch. Schön entspannt. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Neue Wo ist unser Befehle? Schiff? Ach, hier ist es ja, okay. Über Port werfen. Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Ware entfernen? Nee, scheiße, was haben wir jetzt gemacht? War das richtig? Schön, dich zu sehen, Onkel. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabscheint. Zur Stelle. Scheiße, wo habe ich die Leute jetzt hin? Oder sind es die jetzt hier irgendwie? Es gibt eine Zeit zu warten, aber diese Zeit ist Ah, da nicht sind jetzt. Sie, guck mal. Wo komme ich da? Öffnen? Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabscheint. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie wir diese Leute hier... Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Okay, jetzt geht's offensichtlich. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Okay. Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen die Purfuria, dass wir nicht allein sind. Die Verfolgten, die Diaspora, sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie schützen. Abkömmling von Samuel, du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist oder brenne. Das hat der Kollege gerade gesagt. Ja, wir werden hier nicht verschwinden. Wir werden auch nicht brennen. Wir werden diese Leute retten und werden hier in diesem schönen südländischen Flair in der neuen Welt auf jeden Fall eine neue City aufmachen. Und wenn euch die heutige Folge Anno 1800 gefallen hat, dann wie immer gerne den Daumen nach oben da lassen, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.